Angelika Pattberg aus Willig hat ganz besondere Fähigkeiten. Sie ist Hellseherin und Lebensberaterin. Heute erwartet sie besonderen Besuch, einen Meister der Hypnose. Wolfram Goldbeck kommt zu ihr aus Wiesbaden. Gemeinsam haben sie große Pläne, denn sie glauben, dass die Menschheit ein ernstes Problem hat. Dieses Energiefeld Fukushima zum Beispiel, da ist Energie in den Mutter-Erde-Kern, hat sich da verloren und hat eine Gesteinsschicht, da ist etwas in Rotation geraten. Dadurch ist sie ganz leicht aus ihrer Laufbahn, hat sie sich ein bisschen verändert. Und somit verändern sich natürlich auch diese ganzen Magnetfelder um Mutter Erde herum. Der Hypnosemeister hilft Angelika bei einer Internetplattform, die es so noch nicht gegeben hat. Vision Lightball heißt sie. Alle, die über besondere mediale Fähigkeiten verfügen, sollen sich hier austauschen können, und zwar weltweit. Aber bevor die Menschheit gerettet wird, gilt es noch, ein paar kleinere Probleme zu lösen. Dirk geht bereits seit Jahren zu Hellseherin Angelika. Bei ihr sucht er Rat in wichtigen Lebensfragen. Heute soll ihm aber der Hypnosemeister helfen. Ich habe im Moment zum Beispiel jetzt solche Blockaden. So bestimmte Erfolgsmechanismen blockiere ich irgendwie selber und sabotiere mich. Und da versuche ich eben jetzt hier mit seiner Hilfe dann das auszuknipsen. Was Sie jetzt zu tun haben oder tun brauchen, ist, mir weiter aufmerksam genug zuhören. Stellen Sie sich vor, einfach vor, Sie sind wieder in einem wunderbaren Zustand der Ruhe. Wolfram Goldbeck gilt auf seinem Gebiet als Koryphäe, arbeitete schon mit verschiedenen Spitzensportlern zusammen. Nach eigener Aussage half er zum Beispiel Fußballer Andi Möller. Der saß damals lange Zeit auf der Bank und nach ein paar Sitzungen beim Hypnosespezialisten lief es wieder rund. Dass der Andi Möller wie ein Jahr auf der Bank sitzt oder fast ein Jahr, plötzlich der große Star wurde. Frankfurt nahm ihn dann mit nach Kaiserslautern, obwohl er damals gar nicht mehr gefragt war. Und er durfte nach meiner Meditation jetzt beim Training sich so zeigen, dass sie alle sagen, boah, den nehmen wir doch mit nach Kaiserslautern. Und auch die Sitzung mit Dirk hat wohl gut geklappt. Der selbstständige Unternehmer fühlt sich nach der Hypnosestunde deutlich besser. Ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen durcheinander, so ein bisschen wie, als ob ich mitten im Schlaf aufgewacht bin. Aber irgendwie innerlich freier, ich weiß nicht. Wir haben drei Probleme, über die er klagte, angehen können. Und sogar bis in die Embryonalzeit bei der Mutter ein Erlebnis gefunden. Jetzt will Wolfram Goldbeck seine Hypnosefähigkeiten an Angelika vererben. Sie sieht für sich einen klaren Auftrag, der Menschheit helfen, mit ihren besonderen Fähigkeiten. Es sind Dinge, die auch für mich einzigartig sind und ich manchmal auch denke, ups, was war das denn? Aber du hast es gesehen. Nur, ich werde mich immer mit dieser Kritik und mit dieser Kugel in der Hand oder schwarzen Raben auf den Schultern, damit werde ich mich immer auseinandersetzen, aber ich gehe da ganz leicht mit um.